Knapp 500.000 Kinder lebten in der DDR in Heimen. Sie waren oft rigiden Erziehungsmethoden und drakonischen Strafen ausgesetzt. Mitunter hatten sie niemanden, an den sie sich wenden konnten. Dieses Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins macht vielen von ihnen noch heute zu schaffen. Warum leiden die Betroffenen immer noch und wie kann die Gesellschaft ihnen helfen? 40 Millionen Euro stellten Bund und Länder vor 2 Jahren für Entschädigungszahlungen zur Verfügung. Jetzt wurde dieser Fonds auf 200 Millionen Euro aufgestockt. Das Problem dabei? Bis Ende September müssen die Betroffenen ihre Ansprüche geltend machen. Ist diese Frist nicht viel zu kurz? Und was ist mit den Tätern von damals? Können sie strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden? Zehn, 20 Kilometer fährt René Münch täglich Rad. Er braucht es, in die Pedale zu treten, kräftig, bis zur Erschöpfung. Und er liebt es, beim Radfahren nicht zurückzuschauen, sondern nur nach vorn. Fahrradfahren ist für mich eine Therapie. Ich fahre ungern mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also wie Straßenbahn, Bus. Wenn die Türen zugehen, ich habe immer so einen Butterwachsgeruch in der Nase. Man ist früher als Kind eingesperrt worden in so eine Kammer, da roch es nach Butterwachs. Und mit dem Fahrrad passiert das halt nicht. René Münch hat einiges, was er gerne hinter sich lassen möchte. Einiges, das ihn viel zu oft verfolgt. Der 52-Jährige verbrachte seine Kindheit und Jugend fast komplett in Heimen. Geblieben ist ihm davon panische Angst und die Scheu vor Fremden. Denn René wurde körperlich und sexuell missbraucht. Der Beinerzieher auf Steinberg 5, der hat uns Jungs immer auf den Schoß genommen. Der hat uns dann immer gekrabbelt so am Rücken. Dann hat er unsere Hand genommen und dann hat er auch unsere Hand zwischen seine Beine geführt. Und da hat mir ihn dort gekrabbelt. Der hat uns immer gesagt, der ist alleine, der hat niemand. Auch ältere Heiminsassen setzten den Kindern zu. Jede Nacht tyrannisierten sie die Kleinen. Die haben uns nachher aus dem Betten geholt. Wir mussten dann dastehen, mit Armen nach vorne. Dann mussten wir unsere Kopfkissen da drauf legen. Und da haben die uns stehen lassen, bis wir umgefallen sind. So, und wir hatten ja Nachthemden, die hat man teilweise uns hochgezogen. Und da gab es 2 Jugendliche, die haben sich ja dann auch richtig da an uns vergangen. Hilfe gab es keine für René und die anderen. Man glaubte ihnen nicht. Im Gegenteil, wenn sich die Kinder auffällig verhielten, müde und unkonzentriert waren, hagelte es Strafen. Den tief verstörten René schickte man später, als er älter war, in eines der berüchtigten Durchgangsheime. Wir sind in einem ehemaligen Jugendwerkhof mit Dr. Christian Sachse verabredet. Der Wissenschaftler hat intensiv zu DDR-Durchgangsheimen, Jugendwerkhöfen und Spezialkinderheimen geforscht. 6.000 Plätze gab es in den Spezialeinrichtungen der DDR-Jugendhilfe. Offiziell waren sie für sogenannte schwer erziehbare Kinder gedacht. Zu den Jugendlichen, die in diese Jugendwerkhöfe eingewiesen wurden, gehörten zum Beispiel auch Anhänger westlicher Musikkulturen. Also das fing an mit Elvis Presley, mit dem Rock'n'Roll und endete mit den Punkern, die einfach im Straßenbild auffielen und dadurch dem System nicht genehm waren. Und die wurden richtig kampagnenweise dann in Jugendwerkhöfe eingewiesen. Die Einweisung erfolgte ohne Richterspruch. Allein die Jugendämter entschieden. Und dagegen gab es nur noch die Möglichkeit des Verwaltungswiderspruches, den die Eltern innerhalb von 4 Wochen einlegen konnten. Und das hat aber dieselbe Dienststelle, die vorgesetzte Dienststelle, dann entschieden. Und die hat zu 95%, da gibt es Statistiken im Volksbildungsministerium, zu 95% im Sinne der untergeordneten Kommission entschieden. Fürs Schule schwänzen oder Brötchen klauen, weil die Eltern einen Fluchtversuch unternommen hatten oder politisch suspekt waren, landeten 13- oder 14-Jährige quasi hinter Gittern. Die
Jugendwerkhöfe, Spezialkinderheime und auch die Durchgangsheime waren verpflichtet, Arrestzellen vorrätig zu halten. Die waren genormt, das heißt, sie hatten ein Fenster von relativ kleiner Größe zu haben, das vergittert war bzw. auch mit Glasbausteinen zugemauert war. Und es war auch angegeben, was in dem Raum sein durfte, und zwar ein Bett, auf das man sich bei Tag nicht legen durfte, ein Stuhl und ein an der Wand festgeschraubter Tisch. Ich bin nichts wert, schlecht und irgendwie selber schuld. Das wurde den ehemaligen Heimkindern auch in normalen Kinderheimen über Jahre suggeriert. Dass das nicht stimmt und auch heute von der Gesellschaft anders gesehen wird, versucht man ihnen seit 2012 in speziellen Beratungsstellen zu vermitteln. Finanziert werden diese Anlaufstellen aus dem Fonds Heimerziehung in der DDR. Ziel des Fonds ist es, erlittenes Unrecht auszugleichen. Am Anfang steht immer ein ausführliches Gespräch. In der Regel ist unser Wartezimmer gefüllt mit Aufregung. Die Nacht vorher nicht geschlafen. Ja, und sehr oft haben wir Menschen hier sitzen, die das, was sie uns hier erzählen, einfach so noch nie jemandem erzählt haben. Manchmal den engen Vertrauten, aber niemals einer fremden Person. Zur moralischen Unterstützung hat sich Bianca Reinbold heute ihre Zwillingsschwester Diana mitgebracht. Die ist extra aus Bayern angereist, hat ihr Gespräch hier schon hinter sich und weiß, wie sich ihre Schwester gerade fühlt. Ob sie hierher geht und sich dabei auch noch filmen lässt, darüber hat Bianca lange nachgedacht. Ich sag mal, so öffentlich da hinzugehen und zu sagen, ja, ich war im Heim, ist ja immer noch auch viele Jahre danach irgendwie ein Thema, ja, weil viele nicht wissen, warum Kinder in Heime gekommen sind und auch nicht wissen, dass die Kinder darunter sehr gelitten haben und einfach, ich weiß nicht, ob jetzt schon ein bisschen was gelernt wurde, so ist es einfach immer noch schwierig, weil man erstens als Opfer gesehen wird und zweitens manchmal dann ein bisschen der Respekt fehlt. Bianca Reinbold und ihre Schwester waren 4 Jahre im ganz normalen Kinderheim. Warum sie eingewiesen wurden, wissen sie nicht. Bianca weiß nur, dass es für sie schrecklich war, als 8-Jährige aus ihrer Familie gerissen zu werden. Ich denke mal, am meisten hat mich getroffen, so jetzt im Nachgang, dass ich nicht verstanden habe, was passiert. Und dass ich auch nicht verstanden habe, wo meine Zwillingsschwester jetzt ist. Gesehen haben sich die beiden Mädchen in der ganzen Zeit nicht ein einziges Mal. Nur Briefe durften sie sich schreiben. Wir sind in Würzburg. Die Trauma-Expertin Ruth Ebbinghaus behandelt hier viele ehemalige DDR-Heimkinder. Sie fertigt auch Gutachten über sie an. Die Psychiaterin weiß, wie dramatisch für die Kinder allein die Trennung von daheim gewesen ist. Also das führt zu extremen Verlustängsten zum Beispiel. Zum Gefühl, man wird immer im Stich gelassen, man kann ständig alles verlieren, man kann nie sicher sein, dass man etwas wirklich behält. In den Heimen erwartete die Kinder zumeist ein kalter Empfang. Liebe und Geborgenheit fanden sie hier selten, stattdessen oft schlimme Strafen. Es gab viele Methoden in den Heimen, die wirklich schwer traumatisierend waren. Dass Kinder beispielsweise, die entweder vorm Heim schon ein Problem hatten oder es im Heim erst entwickelt haben, wie jetzt Bettnässen oder Stottern oder sowas, absichtlich gedemütigt wurden. Die wurden vor die Gruppe gestellt. Beispielsweise hat jemand ins Bett gemacht mit dem nassen Bettlaken, musste sich um die Schulter legen und vor der Gruppe sitzen, bis es trocken war. Das Kollektiv spielte eine große Rolle. Alles passierte in der Gruppe. Und auf Ansage. Rückzugsmöglichkeiten gab es kaum und permanent den Zwang, sich anzupassen. Wer sich nicht einordnete, wurde reglementiert. Aus heutiger Sicht ist das, was den Kindern und Jugendlichen angetan wurde, kaum noch vorstellbar. Das waren so Strafen, die sich so gegen ganz elementare Bedürfnisse, es handelt sich um Kinder und Jugendliche, also noch Personen, die noch in der Entwicklung sind, gerichtet haben. Wie beispielsweise, dass man Essensentzug zur Strafe gemacht hat, was ja ein elementares Bedürfnis ist, wenn man Hunger hat zu essen als Kind. Auch Trinkentzüge oder Zwang zum Essen, sogar wenn die erbrechen mussten, mussten sie das Erbrochene essen. Für Kinder, die diese Erziehung erdulden mussten, hat das mitunter das ganze Leben beeinflusst. Auch bei Bianca Reinbold war das so.
Also hauptsächlich hat sich das ausgewirkt in dem, nicht bleiben zu können. Immer wieder weiter zu müssen. Ich hatte immer das Gefühl, ich suche irgendwas. So, ne? Ich will jetzt irgendwas finden, was mich beruhigt. So, und wo ich mich sicher fühle. 23 Mal ist Bianca Reinbold umgezogen. Kinder hat sie nie bekommen. Irgendwann war für die 40-Jährige klar, dass sie so nicht weiter will. Es hat sehr lange gedauert und das wollte ich mir auch nie eingestehen, dass ich Hilfe brauche. Ich schaffe das alleine. Und, aber als ich dann da hingekommen bin und erst mal festgestellt habe, was es bedeutet, traumatisiert zu sein, um das Wort jetzt einfach mal so zu nennen, da war ich erschrocken. 3 Jahre ließ sich Bianca Reinbold einmal wöchentlich therapieren. Psychische Unterstützung erhofft sie sich von dem Gespräch in der Beratungsstelle also nicht zuallererst. Bianca will Zeugnis ablegen, davon erzählen, was ihr und anderen angetan wurde. Also es ist schon nicht leicht, dahin zu gehen, so die Bilder sich anzuschauen. Und gleichzeitig ist es so, dass es einen auch leichter macht. Ja. So sich selber auch noch mal so als Kind zu sehen. Und man kann sich dann in so einer Stunde einfach mal in den Arm nehmen. Und das ist ein schönes Geschenk. Die 10.000 Euro, die jeder Betroffene hier darüber hinaus als Einmalzahlung erhalten kann, sind für Bianca Reinbold eher eine Geste, ein Symbol. Dass sich jemand damit beschäftigt hat in der Politik, dass dieser Fonds gegründet wurde, finde ich gut. Einfach die Kinder und die Menschen, die es betroffen hat, nicht zu vergessen. Ja, also einfach auch mal einzugestehen, das war nicht in Ordnung, was da gelaufen ist in der DDR. Bianca Reinbold hat auf den Termin in der Beratungsstelle fast 1 Jahr gewartet. Das ist nicht ungewöhnlich, denn der Andrang ist riesig. In Thüringen haben sich in den letzten 2 Jahren 2.600 ehemalige Heimkinder gemeldet, in Sachsen-Anhalt 1.900 und in Sachsen 3.564. In Leipzig gibt es derzeit 2,5 Beraterstellen. Seit letzten Juli, also seit fast 1 Jahr, gibt es keine neuen Gesprächstermine mehr. Wir hangeln uns hier von einem Ausnahmezustand zum nächsten, ist mein Gefühl. Und um diese Arbeit gut machen zu können, muss ich das ausblenden. Ich habe das Gefühl, ich muss Verantwortung übernehmen für den Einzelnen, der dann vor mir sitzt. Und dem möchte ich mich so gut wie möglich widmen. Und dann kann ich leider nicht an die über 1.000 Leute denken, die, bald über 2.000 sind es schon, die hinter mir sitzen, auf einen Termin warten. Christine Klaus, die Sozialministerin in Sachsen, ist verantwortlich für die Leipziger Beratungsstelle. Sie hat 2012 gemeinsam mit ihren Kollegen in den neuen Ländern und im Bund den Heimfonds eingerichtet. Dass er so intensiv angenommen wird, waren wir alle überrascht. Es gab keine verlässlichen Daten dazu. War nicht am Anfang abzusehen, dass es zu wenig ist? Es war wichtig, dass wir die 40 Millionen hatten, dass wir uns ganz schnell geeinigt haben und dass wir uns jetzt wieder schnell geeinigt haben, dass keine Lücke entsteht, sodass letzten Endes auch Chancengerechtigkeit ist für die, die jetzt schon Leistungen bekommen haben, die angemeldet sind und diejenigen, die letzten Endes sich jetzt noch anmelden werden. Tatsächlich wurde die Weiterführung und Aufstockung des Fonds, nachdem Anfang des Jahres die 40 Millionen Euro aufgebraucht waren, recht schnell beschlossen. 200 Millionen gibt es jetzt für die ehemaligen DDR-Heimkinder. Und für die aus Sachsen künftig auch doppelt so viele Beraterinnen in der Anlaufstelle. Hätte nicht doch schon diese personelle Aufstockung eher erfolgen müssen? Wichtig ist, dass es weitergeht, das sage ich noch mal deutlich. Und der Fonds hat ja ein Ende bis 2017. Und dass wir in dieser Zeit letzten Endes nicht nur die Beratung schaffen, sondern eine intensive individuelle Beratung erfolgen kann. Mit der Aufstockung des Fonds wurde auch eine Frist eingeführt. Bis 30. September dieses Jahres müssen sich nun alle Betroffenen melden. Nur dann können sie Hilfe erwarten. Dieser Stichtag ist umstritten. Der ist nicht haltbar. Dieser Stichtag ist unmöglich. Ich habe ein bisschen das Gefühl, man hat gesagt, wir wollen das hinter uns haben. Und hat nicht begriffen, weder auf der Ebene der Politik noch auf der Ebene derer, die sich in der Öffentlichkeit damit beschäftigen, diese Heimkinder werden uns bis an ihr Lebensende erhalten bleiben. Und zwar als Problemfälle, als traumatisierte Menschen.
Die Ministerin will den Stichtag halten. Er steht jetzt so und ich nutze auch jetzt gleich die Gunst der Stunde, nochmals zu appellieren, dass man diesen Termin sehr ernst nehmen soll. Und ich bin überzeugt, dass gerade die betroffenen Initiativen sich untereinander diesbezüglich auch beraten, dass man das weitergibt und dass die Öffentlichkeit auch hier nochmal sensibilisiert wird, um diesen Termin einhalten zu können. René Münch ist mit seinem Anwalt in Dresden verabredet. Der 52-Jährige hat gegen seine Peiniger von einst Strafanzeige gestellt. Das will er heute besprechen. Das Ziel ist, dass zumindest die Erzieher bestraft werden dafür. Weil es ist ja kein Einzelfall. Gell? So, es sind ja mehrere da sexuell missbraucht worden. Von Jugendlichen und von den Erziehern. Es sind ja sogar Schwangerschaften daraus entstanden. Doch der Anwalt macht René Münch wenig Hoffnung. Wahrscheinlich sind die meisten Taten verjährt. Denn die Verlängerung der Verjährungsfristen, die im letzten Jahr beschlossen wurde, gilt nur für künftige Straftaten, nicht rückwirkend. Außerdem ist die Beweisführung in solchen Fällen schwierig. Es ist natürlich so, dass die Zeugen teilweise traumatisiert sind. Dann ist da die Glaubwürdigkeit sehr schnell angezweifelt. Und ja, wenn das so lange zurückliegt, dann geht ja auch manchmal so ein bisschen was in der Erinnerung durcheinander. Und wenn es nicht konkret nachgewiesen werden kann, dann bleibt am Ende nur der Freispruch. Tatsächlich wurden nach der Wende kaum DDR-Erzieher verurteilt. In ganz Mitteldeutschland kam es nur zu einigen wenigen Verhandlungen. Dass die Opfer aus Scham keine Anzeigen machten, mag ein Grund dafür sein. Aber auch die schlechten Erfolgsaussichten haben wohl eine Rolle gespielt. Als man 2000 vorm Landgericht Chemnitz 4 ehemalige Erzieher eines Spezialkinderheims in Merane wegen Misshandlung anklagte, wurde das Verfahren wegen Verjährung eingestellt. Ich gebe keine Stellung, aber wenden Sie bitte an den Pressesprecher des Gerichts. Ein Jahr später entschied der Bundesgerichtshof, dass der Fall doch verhandelt werden muss. 2004 dann die endgültige Entscheidung. Die Staatsanwaltschaft unterbreitete das Angebot, das Verfahren gegen die Zahlung einer Geldbuße einzustellen. Eine Geldbuße am Ende. Für den Nebenkläger, ein ehemaliges Heimkind, eine herbe Enttäuschung. Wenn schon seine Strafanzeige wenig Aussicht auf Erfolg hat, so möchte René Münch wenigstens strafrechtlich rehabilitiert werden. Diese Möglichkeit gibt es für einige wenige DDR-Heimkinder. Voraussetzung ist, dass sie aus politischen Gründen ins Heim kamen. Wenn die Eltern inhaftiert worden sind aufgrund einer solchen Entscheidung und die Kinder dann in die Heime gekommen sind, dann haben auch die Kinder automatisch einen Anspruch auf Rehabilitierung. René Münch hat erfahren, dass seine Mutter wohl wegen eines Fluchtversuchs im Gefängnis saß. Das Problem ist, das zu belegen. Der 52-Jährige hat sich schon an etliche Archive gewandt. Bis jetzt aber konnte er das Urteil gegen seine Mutter nicht ausfindig machen. Also man empfiehlt mir noch das Bundesarchiv. Dort wird die zentrale Haftkartei geführt. Das soll jedes Urteil, was zu DDR-Zeiten gefällt ist, ob politisch oder nicht, dort soll es oft bewahrt sein. Da will ich auch noch mal antreten. Da habe ich mir schon die Daten mal aus dem Internet gezogen. Also das ist noch richtig, sagen wir mal, so Detektivarbeit. Die Erfolgsaussichten, strafrechtlich rehabilitiert zu werden, sind für DDR-Heimkinder gering. Schätzungen zufolge liegen sie bei nur 1%. Das muss sich ändern, meint Dr. Christian Sachse. Es geht so weit, dass auch Richter mir selbst sagen, sie sehen, dass da Dinge noch nicht rehabilitiert werden können. Aber auch ein Richter ist nun mal an die Gesetze gebunden. Er kann ja nicht sagen, du tust mir leid, du wirst rehabilitiert. Und deswegen ist es ganz wichtig, also diese Gesetze auf diese speziellen Fälle anzupassen. Corinna Thalheim, die Leiterin einer Selbsthilfegruppe für Menschen, die in DDR-Heimen sexuell missbraucht wurden, sieht das ähnlich. Das ist eigentlich mein Hauptziel, dass wirklich nicht nur die Torgauer rehabilitiert werden, sondern dass die Heimkinder insgesamt rehabilitiert werden. Hier geht es dabei auch nicht um Geld oder um irgendwelche
Entschädigungen oder was. Es geht einfach nur darum, dass man ein Stück Papier in der Hand hat und sagen kann, hier steht drauf, mir ist Unrecht passiert und ich bin rehabilitiert. Und das ist ganz wichtig. Corinna Thalheim ist eine von den Torgauerinnen. Hier in der Gedenkstätte geschlossener Jugendwerkhof, wo sie sich alle drei Wochen mit ihrer Selbsthilfegruppe trifft, erlebte sie 1985 Ungeheuerliches. Da war Corinna 17 und wurde fast jede Nacht in die Dienstwohnung des Werkhofleiters geholt. Öffentlich erzählt hat sie vor 2 Jahren das erste Mal darüber. Und das war eigentlich das Schlimmste für mich. Da war eigentlich dann wirklich für mich die Zeit, wo ich gesagt habe, jetzt ist es ganz vorbei. Jetzt, es gibt kein Leben mehr danach. Als Corinna Stunden später wieder im Mädchenschlafsaal lag, fühlte sie sich gebraucht, missbraucht, dreckig, ohne Worte. Also es wurde auch nicht drüber gesprochen. Es wussten dann alle, die es betroffen hat. Es wussten auch die anderen, es wurde aber einfach nicht drüber gesprochen. Es gab nirgends jemanden, an den sich Corinna Thalheim hätte wenden können. Kontakte nach draußen waren in DDR-Heimen unerwünscht und in Torgau beinahe unmöglich. Das Prinzip der Isolation wurde wie alle anderen Methoden der DDR-Heimerziehung in Torgau auf die Spitze getrieben. Die Jugendlichen hier waren unter ständiger Aufsicht, durften nur im Flüsterton reden, mussten sich im Laufschritt bewegen und exzessiv Sport treiben. Sie mussten stundenlang auf diesem kleinen Hof im Kreis rennen. Berühmt geworden ist der sogenannte Torgauer Dreier. Das war ein Hockstrecksprung, Liegestütze und Entengang, was man immer wieder wiederholen musste, solange bis die Betroffenen psychisch so erschöpft waren, dass sie danach willenlos jedem weiteren Befehl, der in irgendeine andere Richtung ging, folgten. Was sie hier erwartet, wurde den Jugendlichen sofort bei ihrer Ankunft klargemacht. Die Jugendlichen wurden in den ersten 24 Stunden ausgesprochen schlecht behandelt. Sie mussten stundenlang irgendwo mit dem Gesicht zur Wand in einem Flur stehen, was nach den heutigen Kategorien schon der ersten Folterstufe entspricht. Mädchen mussten sich ausziehen vor männlichem Personal und wurden untersucht. Wenn das alles nicht reichte, warteten im Keller die Arrestzellen. Dort wurden Jugendliche eingesperrt bei Wasser und Brot, muss man wirklich so sagen. Sie wurden zum Teil auch zusammengeschlagen. Corinna Thalheim verbrachte im sogenannten Fuchsbau, einem dunklen Loch, in dem man nicht mal stehen konnte, 3 Tage. Man war eigentlich abgeschrieben. Kein Mensch mehr. Nur noch ein Ding, also das Ding Mensch. Corinna war 6 Monate in Torgau. Mit 18 wurde sie entlassen. Vor fast 30 Jahren. Sie haben ja dann hier eine Schweigepflichtserklärung unterschreiben müssen, dass sie niemandem was erzählen. Und das tragen sie. Das tragen sie ein ganzes Leben. Diese Angst, du erzählst was, die Tür geht auf, die Handschellen klicken, die schaffen dich wieder weg. Die Straftaten, die Corinna Thalheim angetan wurden, sind heute verjährt. Aufarbeiten kann sie sie nur noch in der Selbsthilfegruppe. Das ist meine Therapie. Also mir geht es auch schon ein bisschen besser. Es gibt auch schon Sachen, über die ich mehr reden kann, wo ich offener geworden bin. Offener geworden sind die meisten hier. Trotzdem, das Reden fällt noch immer schwer. Ich kann in keinen Laden mehr auf einen Strauch. Wenn zu viele Menschen sind, drehe ich durch, kriege ich Platzangst. Geht nicht mehr. Die Verletzungen bei etlichen ehemaligen Heimkindern sitzen tief. Wir nennen das auch Typ-2-Traumata, weil die nicht also einmalig sind, wie ein Verkehrsunfall oder ein Überfall oder so, sondern weil sich das immer wieder wiederholt und sich das summiert, sozusagen, über Jahre. Und deswegen sind das sehr schwere Traumatisierungen in der Regel, die auch meistens wirklich Konsequenzen haben, also auf die ganze Persönlichkeitsentwicklung. Viele DDR-Heimkinder misstrauen Institutionen, können sich schwer unterordnen und haben Schwierigkeiten damit, Gefühle zuzulassen und zu kontrollieren. Bei den meisten hat das Selbstwertgefühl extrem gelitten. Die haben gar nicht gelernt, so frei für sich zu entscheiden oder ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Man hat ihnen eigentlich auch so klar gemacht, dass es gar keinen Sinn macht, sich zu wehren oder für was einzusetzen. Die
Die Macht der Erzieher war zu groß und die Kinder einfach ohnmächtig. Andere Probleme sind natürlich, dass sie häufig Schlafstörungen haben, deswegen dann erschöpft sind am Tage, dass sie in vielen Situationen des Alltags ganz plötzlich an diese Heimzeiten erinnert werden, durch so Reize, Trigger nennen wir das. Und dann eben entsprechend die Situation wieder wie real erlebt wird und sie in dem Moment quasi fast handlungsunfähig sind oder wieder ganz viel Angst bekommen. Nachts, wenn sich bei René Münch die Beklemmung anschleicht, die Albträume kommen, dann war er dem bis vor kurzem hilflos ausgeliefert. 5-mal hat er versucht, sich umzubringen. Heute, nach einer intensiven Psychotherapie, weiß er, was er dagegen tun kann. Ich muss was machen, worauf ich mich konzentrieren kann, um das, was ich da geträumt habe, dass sich das nicht vertieft oder dass ich dann da drinne bleibe. Also muss ich was machen, was mich auf andere Gedanken bringt, um von dem Traum wegzukommen. Stundenlang steht René dann vor seiner Staffelei, malt Bilder in Acryl. Bilder mit Dornen und bedrohlichen Händen. Oder er macht Sport. Die Gehirne von Menschen, die in ihrer Kindheit traumatisiert wurden, sind verändert. Bestimmte Areale sind vergrößert, andere verkleinert. Auch die Anfälligkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes ist erhöht. Das haben Studien belegt. Es gibt aber auch Erkenntnisse darüber, dass zumindest die Veränderungen im Gehirn rückgängig gemacht werden können, durch Therapie. Der Sinn ist wirklich, dass die Betroffenen einfach Lebensqualität wieder bekommen, ne? Und eben besser mit ihren Problemen umgehen können, mit ihren Beziehungen, sich wieder unter Kontrolle erleben, das Gefühl haben, dass sie selbstbestimmt wieder sind, dass sie ihre Grenzen einhalten können. Und setzen können auch anderen gegenüber, ja, solche Dinge, weil das sind alles Dinge, die sie nicht gelernt haben oder nicht können. Auch Bianca Reinbold hat für sich einen Weg gefunden, mit dem, was war, klarzukommen. Seit 7 Jahren ist sie Buddhistin. 2-mal am Tag meditiert sie. Daraus ziehe ich ganz viel Kraft und auch das Verständnis, dass alle Erfahrungen, die wir machen, für irgendwas gut sind, auch wenn sie erstmal sich schmerzlich anfühlen. Heute mit 40 steht Bianca Reinbold offen zu ihrer Vergangenheit, ohne Scham. Ich denke, das Wichtigste ist einfach, so habe ich das im Gefühl, sich gerade hinzusetzen und zu sagen, das habe ich erlebt, aber ich bin heute kein Opfer mehr, ich kann selbst entscheiden und ich wünsche einfach allen Leuten Kraft, die sowas erlebt haben. Für René Münch hat die Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit viel gebracht. Neben der Therapie hat er sich auch durch seine Akten gewühlt und dabei den Namen seines leiblichen Vaters herausgefunden. Und er hat etliche Halbgeschwister aufgespürt. Und am 30. August 2013 rief ihm nur meine Schwester an. Ja, das ist natürlich ein komisches Gefühl gewesen für mich. Ja, verrückt, sagen wir mal so. Man kann das gar nicht beschreiben, das Gefühl. Also weiche Knie, mir ist beinahe das, ich habe gezittert. Ich bin dann nun in eine riesengroße Familie reingekommen. Hallo, grüß euch. Maria. Grüß Gott, Peter. 6 Halbgeschwister väterlicherseits hat René Münch inzwischen kennengelernt. Dazu Nichten und Neffen. 3 seiner Schwestern leben wie René in Dresden. Mit ihnen geht er immer freitags auf den Markt. Und auch ansonsten treffen sie sich oft und telefonieren täglich. Das ist das Kuriose an dieser Sache, dass er wirklich ein richtig Fremder ja war. Aber in dem Moment, als ich jetzt zum Beispiel auf ihn zugegangen bin, ihn in den Arm genommen habe, wusste ich, dass er wie so ein Puzzleteil war, der gefehlt hat, das ganze Leben. René versteht nicht, warum er nach 1989 vom Jugendamt nicht darüber informiert wurde, dass er Geschwister hat. Dann wäre er Maria, Katrin und den anderen schon vor 20 Jahren begegnet. Diese Begegnung nämlich hat für ihn die entscheidende Wende im Leben gebracht. Das ist immer wie so ein Kribbeln, wenn ich sage, okay, heute gehe ich zu Katrin, heute gehe ich zu Maria, die Bea kommt, die Sophie ist da oder die anderen Kinder. Man ist aufgeregt, das ist so, man gehört dazu, ne? Das ist einfach herrlich, ne? Das ist
eigentlich das, was mir gefehlt hat, so in 50 Jahren. Ne? Und das hat man jetzt auf einmal. Und das ist also, mir tut das richtig gut. Und das ist jetzt das Schönste, was mir eigentlich passieren konnte.